Hallo zusammen, ich bin Sandra und ich zeige euch heute, wie ihr ein Kampffisch-Aquarium einrichten könnt. Es gibt leider immer noch sehr viele falsche Informationen über die Haltung von Kampffischen, die im Internet kursieren. Es gibt viele Homepages, also viele Aquarienseiten, die falsche Informationen verbreiten, wo leider die erfahrenen Kampffischhalter jedes Mal die Stirn runzeln und sich ärgern, weil genau diese Menschen, die diese Informationen nutzen, dann später an einen erfahrenen Halter gelangen und die Info bekommen, dass das alles so nicht in Ordnung ist. Weil meistens auch sich herausstellt, dass die Tiere nicht gesund sind, wenn man sie so hält, oder sie sich einfach nicht wohlfühlen. Ein sehr großes Vorurteil ist das, dass Kampffischhochzuchten in Trios gehalten werden können oder sogar im Harem. Das bezieht sich auf die Wildform, aber nicht auf die Hochzucht. An dieser Stelle werden sich wahrscheinlich einige fragen, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Wildform und Hochzucht? Das möchte ich euch kurz erklären, damit es da keine Missverständnisse gibt. Jetzt im Video seht ihr ein Bild von einem Wildform-Kampffisch der Gattung Betta bzw. die Art Betta splendens. Das ist die Ausgangsart der ganzen gezüchteten Versionen. Also alles, was langflossig ist oder gezackte Flossen hat oder bunte Flossen, also gesprenkelt, die gibt es ja in allen Farben und Formen. Das ist alles aus diesem Fisch entstanden. Diese Wildform ist halt meistens gefangen worden vor Ort, also in Asien, und dann teilweise auch importiert. Das passiert auch immer noch. Man kann immer noch aus Malaysia oder Thailand Kampffische importieren lassen, Hochzuchten wie Wildformen. Und da sieht man halt genau den Unterschied. Das Problem ist, dass die Hochzuchten wesentlich aggressiver sind. Sie wurden ursprünglich eben für Kämpfe bzw. für Schönheitswettbewerbe gezüchtet und daher sind sie absolut nicht vergesellschaftbar. Weder mit der eigenen Art noch mit anderen Fischen. Das heißt, die absolut einzig sinnvolle Art, diesen Fisch zu halten, oder die einfach einzige vertretbare Art, ist in Einzelhaft. Das klingt total negativ und viele Menschen denken sich immer, oh mein Gott, der arme Fisch ist ganz alleine, der fühlt sich doch bestimmt einsam. Nein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Tiere, sobald sie einzeln gehalten werden, gesünder sind, länger leben und wesentlich ruhiger sind. Es ist nämlich so, dass diese Fische von Natur aus ruhig sind. Wenn der Fisch fröhlich umherschwimmt, fröhlich, dann ist er meistens gestresst. Also die Fische, die hektisch schwimmen oder die an der Scheibe immer wieder entlang schwimmen oder hoch und runter oder was auch immer, die sind nicht glücklich. Und deswegen es ist mir ein besonderes Anliegen, euch heute zu erklären und zu zeigen, wie man das am besten macht und wie es halt auch von den meisten Menschen, die sich auskennen, empfohlen wird. Dazu könnt ihr im Hintergrund meine Kampffischbecken sehen. Ich habe leider eins meiner Denelle Cubes kaputt gemacht, weswegen ich nun ein neues bestellen musste. Und das nehme ich jetzt zum Anlass, um euch zu zeigen, was ihr braucht und wie man das Ganze einrichtet. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich einfache Denelle Cubes, die eignen sich ganz gut für die Kampffischhaltung. Obwohl eigentlich die Grundfläche etwas größer sein sollte als die Höhe. Das heißt, auch andere Formate, die etwas breiter sind und weniger hoch, sind durchaus geeignet, wenn nicht sogar besser geeignet. Aber das Maß hier ist jetzt nicht so hoch, dass es für den Kampffisch schlecht oder schlimm wäre. Man muss dazu wissen, dass Kampffische Labyrinthfische sind, das heißt, sie haben ein zusätzliches Organ, mit dem sie atmosphärische Luft atmen. Sie sind also keine typischen Kiemenatmer wie andere Fische. Das bedeutet, das Aquarium sollte nicht höher als 30 cm sein. Einfach, weil die meisten Hochzuchten langflossig sind. Dadurch schwimmen sie teilweise etwas schlechter und da sie dauernd an die Oberfläche zum Atmen müssen, sollte man das Becken nicht zu hoch wählen, beziehungsweise man sollte in verschiedenen Abständen Ebenen einbauen, in Form von Pflanzen oder Dekogegenständen, die man mit einem Saugnapf an die Wand heftet, sodass der Fisch halt auch nachts eine Möglichkeit hat, sich auszuruhen, denn Kampffische schlafen nachts, die sind tagaktiv und nachts ruhen die sich aus.
Was auch einer der Gründe ist, warum zum Beispiel andere Fische wie Welse, die ganz gerne mal empfohlen werden, nicht geeignet sind, weil die meisten Welse sind nachtaktiv. Das heißt, der Fisch würde dann in seiner Ruhe gestört werden. Und davon abgesehen sind die meisten Welse für Kampffisch-Aquarien viel zu groß, beziehungsweise die Aquarien sind zu klein für die Welse. Ja, aus diesem Grund kann ich nur eindringlich bitten, keine anderen Fische zuzusetzen. Das ist wirklich das Beste für den Fisch. Das bestätigt sich halt eben in meiner Erfahrung und auch in der vieler anderer. Wenn man sich mal in Foren umschaut, beziehungsweise Menschen fragt, die Kampffische schon lange halten, das ist einfach das Allerbeste. Man kann es versuchen mit Schnecken und Garnelen, wobei die beide als Futter enden können. Also ich habe zum Beispiel einen Kampffisch, der frisst Schnecken, die anderen fressen sie nicht. Mit Garnelen habe ich es noch nicht probiert. Das ist tatsächlich einfach ja, Glückssache. Entweder der Kampffisch lässt sie in Ruhe oder eben nicht. Das kann sich allerdings auch ändern. Es gibt auch Fische, die Wochen, Monate lang friedlich mit denen zusammenleben und dann auf einmal massakrieren sie alle. Also das kann man wirklich nur ausprobieren. Ich kann nicht empfehlen, teure Hochzuchtgarnelen einzusetzen. Die enden schlimmstenfalls als sehr, sehr teures Futter. Des Weiteren braucht ihr einen Heizstab von 25 Watt für ein so kleines Becken. Ich persönlich benutze die von Tetra und Diversa. Die sind beide sehr gut. Das ist deswegen nötig, weil man braucht eine konstante Temperatur zwischen 24 und 26 Grad. Da es tropische Fische sind, fühlen die sich nicht so wohl, wenn das Wasser zu kalt ist. Also Zimmertemperatur bei 22 Grad ist auf Dauer viel zu niedrig. Der Filter ist nicht obligatorisch. Man kann so ein kleines Becken durchaus auch ohne Filter betreiben, wobei ich das persönlich auch vor allem Anfängern nicht empfehlen würde. Der Filter hat den Vorteil, dass er nämlich die Wärme gut zirkuliert im Becken und des Weiteren siedeln sich im Filter eben Bakterien an, die Schadstoffe zerlegen können und das ist gut für ein stabiles Becken und für eine gute Wasserqualität. Beides ändert aber nichts daran, dass man einmal die Woche ungefähr die Hälfte des Wassers wechseln muss, um eben ein stabiles Becken zu haben. Das heißt, man kann es durchaus ohne Filter machen. Ich persönlich mache es mit Filter. Ich benutze den Dennerle Eckfilter, der allerdings auch schon des Öfteren kritisiert wurde, weil die Fische sich teilweise dahinter einklemmen können. Ich kannte das, also ich konnte das nicht bestätigen. Bei mir ist es in vielen Jahren nicht einmal passiert. Als Alternative zu diesem Filter gibt es zum Beispiel von Aquael den Pad Mini. Der wird oft empfohlen und der hat dieses Problem nicht. Das nächste sind Pflanzen. Da eignet sich eigentlich so ziemlich alles, was in so ein kleines Becken passt. Also der Kampffisch mag gerne viele Pflanzen. Sehr gut eignen sich ja, Pflanzen, die im hinteren Bereich halt etwas höher wachsen und vorne dann etwas niedriger. Das kann man aber so gestalten, wie man das möchte. Ganz wichtig sind Schwimmpflanzen, wie zum Beispiel Froschbiss oder Büschelfarn. Nicht empfehlen kann ich Wasserlinsen, denn es ist leider schon oft passiert, dass die Kampffische diese fressen und dann später an einer Verstopfung verenden. Deswegen bitte schauen, dass ihr keine Wasserlinsen im Wetteraquarium habt. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich so ziemlich alles abgedeckt, was wichtig ist. Alles, was noch fehlt, werde ich in der Infobox hinzufügen. Da wird sowieso später noch eine Zusammenfassung stehen von allen wichtigen Infos, die ich euch hier in diesem Video mitgeteilt habe. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir natürlich schreiben. Und ansonsten gehen wir dann jetzt mal an die Einrichtung. Währenddessen sage ich noch was zur Ernährung. Kampffische sind rein karnivor, deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr nur Frost- oder Lebendfutter füttert. Flockenfutter, auch wenn Better draufsteht, ist nicht für Betas geeignet, denn da sind pflanzliche Stoffe drin, die der Better überhaupt nicht verarbeiten kann. Das ist reine Geldmacherei der Firmen. Steckt da bitte kein Geld rein, genauso wenig wie in Wasseraufbereiter. Das ist ebenfalls extrem nutzlos und bringt euch im Grunde gar nichts. Also bitte nur Frostfutter und Lehmfutter. Ja, jetzt bin ich auch schon fast fertig mit der Einrichtung. Es werden dann jetzt die Clips für die Halter befestigt und Lampe und so weiter kommt drauf. Dann habe ich noch ein paar Schwimmpflanzen aus dem anderen Becken genommen und eine Kokosnuss mit Saugnapf reingehangen, die ich mehr oder weniger selber gemacht habe. Ja, und dann ist das Becken auch schon fertig. So, wie man sehen kann, bin ich jetzt mit dem Gröbsten fertig. Ich habe den Kies drin.
Ich habe eine Wurzel drin, ich habe schon mal ein paar Pflanzen eingesetzt. Später werde ich das noch ein bisschen dichter machen. Also in den anderen Becken habe ich überall relativ viele Pflanzen drin. Das werde ich bei diesem Becken auch machen. Man sieht jetzt auch, dass es sehr trüb ist im Vergleich zu den anderen. Das liegt an dem Kies. Den sollte man ja eh vorher auswaschen, aber es wird am Anfang halt immer noch ein bisschen trüb sein. Das legt sich aber innerhalb der ersten 2 Tage. Ich hänge jetzt ein Thermometer rein und wenn die Temperatur passend ist zu der Temperatur des Wassers, wo der Fisch drin sitzt, dann werde ich den Fisch umsetzen. Und ja, da das ein eingefahrener Filter ist, ist das sowieso kein Problem. Man kann aber auch bei neuen Becken den Fisch theoretisch direkt einsetzen. Die Einlaufphase kann man natürlich auch einhalten. Das ist für Anfänger sowieso einfacher. Aber bei einem einzelnen Fisch produziert sich nicht so viel Nitrit, dass das Becken sofort kippen würde. Deswegen kann man bei Betterbecken tatsächlich den Fisch sofort einsetzen. Vorausgesetzt, man wechselt in den ersten Wochen 2-mal wöchentlich die Hälfte des Wassers. Ja, und so ist das Becken fertig. Und wie ihr seht, sehen so meine 4 Kampffischbecken aus. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir und lasst Kommentare da und Likes, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.